gut essen und gut trinken ist einfach ja, das Schönste, was es gibt. In unserem Restaurant Hirschen in Sulzburg ist ganz Besonderes, dass wir klein, aber fein sind. Wir sind ein Familienbetrieb. Ich sage immer, die Gäste kommen zu uns nach Hause. Dann haben wir eigentlich über 10 Jahre einen Generationswechsel langsam gemacht. Wir haben ja dann übernommen mit 2 Sternen. Nach einem Jahr haben wir 1 Stern verloren. Da waren wir etwas enttäuscht, was klar ist. Aber wie man so schön sagt, nach dem Tal kommt wieder ein Berg. Der Pass ist vorne, wo man anrichtet. Ich stehe da und sage jedem, was er wann zu tun hat. Ja, also es ist praktisch wie ein Konzert, ja, der Dirigent. Letztendlich zählt die Qualität, die rausgeht, und die geht nur, wenn man ohne Angst arbeitet und miteinander. Es kommt auch oft vor im Team, dass wir sagen, oh, das schmeckt so gut, es ist mit Liebe gekocht, und so ist es auch. Für mich ist es wichtig, dass man anrichtet mit Gefühl. Es ist immer so gedacht, dass man mit dem Löffel einmal durch alles und dass es dann so die Geschmacksexplosion gibt im Mund, sodass man so, Das Allerschönste am Kochen ist, dass man direkt danach das Feedback hat und die Menschen total glücklich sind. Essen macht glücklich. Für jeden Gast muss es immer top sein. Das ist unser eigener Anspruch. Und wenn wir dafür belohnt werden mit den 2 Sternen, ist das, finde ich, wunderbar. Es entstehen immer Ideen. Es ist so spannend, es hört nie auf, und das ist das Schöne.